Park Ji-suk aus Südkorea. Sie haben von diesem dritten Durchgang, liebe Zuschauer, nur zwei Übungen verpasst. Ich sage Ihnen schnell die Wertungen. Am Schwebebalken Bernadette Balasch aus Ungarn, 9,55. Und am Boden Kathleen Stark aus Bergisch Gladbach, 9,525. Und nun Park Ji-suk, die beste koreanische Turnerin am Boden, beginnt mit einem hohen Schraubensalto. Ja. Neben mir sitzt nach wie vor Dagmar Kersten, die frühere DDR-Nationalturnerin, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Seoul am Stufenbahn, die mir mit ihrem fachlichen Kommentar zur Seite steht. Dagmar, ein Wort zu dieser Bodenübung? Sie turnt die zweite Reihe, Seite vorwärts, Roller, Flickflack und die Doppelschraube am Ende. Und diesen Sprung hat sie von Jelena Schuschinova übernommen. Der Olympiasiegerin von Seoul, ja, im Mehrkampf. Mhm. Ja, ich muss sagen, sie bemüht sich um viel Ausdruck, aber man muss sich halt auch auf die Akrobatik konzentrieren. Und jetzt kommt die letzte Akku-Reihe, Rondert, Flickflack und die Doppelschraube. Akro-Reihe heißt im Sprachgebrauch der aktiven Turnerinnen und Turner Akrobatik-Reihe. Park Ji-suk aus